vorgestellt. SVSCI oder A Fate. Ja, wir waren in der Vorschau Nummer 3, jetzt sind wir in der Vorschau Nummer 4. Wir haben aber Kapitel 3 noch zu machen, weil wir da letztes Mal kläglich gescheitert sind. Dann wollen wir das nochmal anstoßen. Habt ihr alles letztes Mal schon gelesen, ne? Wollen wir diesmal nicht nochmal lesen. Und kriegt gerade Geschichten am Lagerfeuer erzählt. Genau, der wollte ja jetzt dann noch diese besondere Essenssache machen. Zur Karte wollen wir. Genau, und wir haben nur den Weg hier zu gehen, also das ist unser Zeug, was wir machen müssen, kommen wir auch nicht drum rum. Und dann müssen wir die Karte wieder schließen, um zu beginnen. So, jetzt wollen wir mal schauen. Finde Lamakasse und ernte ihre Wolle, das ist jetzt unser Ziel. Wir müssen aber erstmal ja, sozusagen Platz für uns finden, ne? Oder nee, wir sind diesmal, die sitzen da nicht drauf. Alles klar, dann haben wir hier noch die beiden, die wir diesmal einzeln losschicken können. Schicken wir den einen nach da. Warte, wer war das jetzt? Das war Kra, ne? Genau, dann passt's ja. Und der andere Kollege, der muss jetzt hier Zyron soll schon mal die Kyrika sammeln. Das kann er am besten wahrscheinlich da machen, ne? Ja, das war's dann schon, ne? Krag soll da hingehen. Kann ich das auch irgendwo sehen? Der hat die Aufgabe zu sammeln. Wo ist der andere jetzt? Da. Untätig? Ne, er soll nicht untätig sein, er soll hier hinlaufen. Bewegt sich. So, zack. Zöglinge brauchen jede Runde Nahrung, ist klar, das kennen wir schon. Deswegen müssen wir das ja auch verbessern. Ja, der eine will halt Bauingenieur werden, der andere will Agrarökonom. Wir wollten noch erstmal die Viecher da finden, oder? Haben wir schon welche gefunden, oder was? Finde Lamakas und ernte ihre Wolle. Achso, wir haben die Talente jetzt hier, super. Dieser Boni gilt nur, während der Zögling im jeweiligen Handwerk tätig ist. Jetzt gucken wir uns noch dem anderen seine Talente an. Der hat die Talente, ist klar. Und schließen. Und noch mehr schließen. So, wir suchen immer noch Lamakas. So, hier auf dieser Seite gab es keine. Leider. Das bedeutet, wir müssen jetzt mit ihm hier dann erstmal bis nach da gehen. Essen gibt es genug. Kyrikas haben wir da. Dann bedeutet das, Krag läuft da lang. Da gibt es auch nichts. Und dann läuft er sogar noch nach da. Runde 6. So, und da sind sie. Super, ne? Lamakas, diese Kreaturen sind zahm und lassen bereitwillig zu, dass die Zöglinge sie von einem Teil ihrer Wolle befreien. Sie hassen die Nässe und verstecken sich beim Starträgen. Ja. Diese Weile ist ein Moody Squirrel. Es ist weit von dieser Lamakas entfernt, sodass es sehr lange dauern würde, ihre Wolle zu sammeln. Ein Glück, dass es mobil ist. Es kann jederzeit und ohne zusätzliche Kosten bewegt werden. Das verstauen wir jetzt. Und so, ich bin zu weit weg, dass ich das machen kann. Krags Baumenü. Und dann ist es hier eingepackt. Und dann können wir das nehmen und können das da einsetzen. Und dann hat Krag die Aufgabe zu bauen. So. Ja, der Sammler kann sich nicht weiterentwickeln, das ist auch klar. Die mobile Erntehütte müssen wir jetzt erstmal bauen. Dafür muss er da kloppen.
Drei Runden waren das, glaube ich, ne? Ne, sogar vier. Ja, die erste Runde ist ja hingelaufen, ne? Untätig. So, jetzt soll er da züchten. An der nächsten Runde kommt das erst hier, oder was? An der mobile Erntehütte, das ist ja hier. Ach so, okay. Dafür müssen wir gucken, wo wir die hinsetzen, ne? Die baut natürlich Krag wieder, ne? Der jetzt gerade schon zupfen gegangen ist. Dafür brauchen wir was? Erntehütte mobil brauchen wir noch 20 Holz. Achso, und 30 Dingens auch, dann ist er sowieso da richtig, passt. 30 Wolle brauchen wir noch. Jetzt haben wir schon 40 Wolle, das bedeutet, jetzt müssen wir erst noch Holz sammeln. Aber das machen wir vielleicht besser da, weil das näher ist, ne? Gut, los geht's. Runde 18. Wie viel Holz brauchten wir dafür? So, nochmal gucken. 20 Holz, okay. Haben wir noch nicht. Aber wenn er dann zurückgeht, dann haben wir es, oder? Jetzt haben wir es. Jetzt kann Krag die mobile Hütte bauen. Und zwar... Ja, geht ja nur da dann, oder wie sehe ich das? Oder auch da wäre möglich. Am idealsten wäre natürlich vielleicht da, oder? Machen wir mal. So, Hütte ist fertig. So, jetzt müssen wir den anderen die zu... teilen, was er jetzt gerade gesammelt, also auswählen. Was braucht er? Er muss noch Holz sammeln, das kann er hier wieder machen. Weil brauchen wir ja noch was von. Und er muss noch weiter sammeln und das erst abliefern, weil das wäre Quatsch, das sonst verfallen zu lassen, richtig? Er bringt das jetzt weg und dann kann er hier zugeteilt werden. Ist mir lieber so, ne? Wird ein Sammler. So, jetzt kann er dann auch aufgewertet werden, ne? So, Holz sind wir schon bei 60 von 120. Essen wird langsam knapp, wie wir sehen. Jetzt hat er aber gerade ordentlich reingeholt. So, jetzt ist er hier aufgestiegen. Pro Erntezyklus 25 lernen oder pro Erntezyklus diese Kyrikas mehr haben. Wir haben uns, glaube ich, letztes Mal dafür entschieden. Erste Stufe Aufsammler erlangt, wähle eine der zwei Boni. Diese Entscheidung ist umkehrbar. Ja, können wir jetzt. Jetzt können wir es. Ja, wir wollen das so machen. Wir wollen viel Essen haben. Gut. Krag hatte noch nichts, denke ich. Dann können wir hier erstmal schließen und weitermachen. Er hat jetzt abgeerntet, ne? Oder wie sehe ich das da? Ja. Da wird Essen gesammelt, was ja auch gerade nicht wenig ist. Er holt Holz an einer anderen Stelle. Passt auch. Jetzt haben wir 103 Grad Essen gehabt, wie wir gesehen haben, und 92 wieder runter, also 11 brauchen wir zu essen irgendwie. So, Holz ist genug. Das bedeutet, Krag sammelt jetzt hier unten Wolle. Oder besser da, weiß ich nicht. Mal gucken, was man... Ist wahrscheinlich egal, was ich angeklickt hätte. So. Essen 108.
Er sammelt noch weiter Wolle. Da haben wir gerade erst 10er. 50. Neunzig, 140, 129. So, jetzt haben wir genug von allen. Okay, das bedeutet, wir können den weiteren Weg gehen, oder? Ne, nach da müssen wir ja erstmal. So, alle Klamotten mitnehmen, die wir haben. Steine haben wir 20. Und Wolle. Haben wir das. Diese Sachen können wir natürlich auch noch mitnehmen. Okay, so. Und dann können wir abreisen. Ja, ich bin sicher. So, dann sind wir auf der nächsten Scholle. Wenn wir das so nennen wollen. Das ist die letzte Rast vor dem Auge, klar. Seilrutsche müssen wir bauen mit dem Ingenieur. Und ja, dann gehen wir mal rein ins Spiel wieder. Für das Ziel empfehle Wohlwollen zum Auge zum Welle kommt. Überlege dir gut, wo du die Karawane hinlässt und wo du deine mobilen Geräte stationierst, um Wolle zu sammeln und deinen Stamm mit Kyrikas zu ernähren. Hinweis, wenn du Gebäude auf angrenzender Hexagon errichtest, halten sie einen Nachbarschaftsbonus, der ihren Ertrag erhöht. Diesen Bonus für dich. Pfähle und Flaggen um das Gebäude angezeigt. Ja, okay. So, hier ist ja erstmal nix, ne? So, der muss jetzt erstmal nach da laufen, oder? Oder vielleicht schon nach da? Ich weiß nicht. Vielleicht auch nach da. Geht er, wie viel weit geht er? Er geht pro Runde 2 Felder wohl. Und ins Wasser kann er nicht. Also hier ist, was ist das, Erz? Ja, da gibt's Erz. Okay, dann laufen wir mal noch weiter. Wir müssen ja das noch entdecken, die Ruinen und so, ne? Das ist ein richtiger Wald, ne? Ich würde jetzt mal 2 weitergehen. So. Da ist dieses Sägewerk nachher. Haben wir ja schon gespoilert, ne? Ja. Können wir noch nicht, weil wir noch auf dem Ding sitzen. Jetzt ist nur die Frage, was machen wir? Bleiben wir hier vorne irgendwo? Oder laufen wir weiter? Eigentlich sollten wir die Station hier bauen, oder? Oder doch nicht? Ach komm, lass uns erst erkunden. Da sind die Lamakas. Da ist noch eine Ruine. Da sind Lamakas. Ja. Können den hier hinsetzen, aber dann können wir den Markt zum Beispiel nicht dran bauen, weil wir da ein Feld für brauchen. Aber dafür können wir den Wald wegmachen. Also ganz zufrieden bin ich jetzt mit der Geschichte nicht, hier so weiterzulaufen. Ne? Vielleicht hier lassen? Die Lamakas sind da. Da könnten wir das Ding daneben bauen. Ich glaube, wir laufen hier hin. Und bauen das da hin. Ja, komm. Eins noch. So, jetzt sind die beiden da. Das ist jetzt Sion, der war derjenige, der immer Essen besorgt. Und Krag ist untätig, der soll uns jetzt die mobile Geschichte da aufbauen, das Erntehütte. Die Erntehütte würde ich jetzt mal da einsetzen wollen. Gut, dann haben beide was zu tun. Nahrung. Oh, wir haben nur noch 7 Nahrung. Das ist schlecht. Das ist ganz schlecht, ne? Was ist denn der blaue Balken?
So, er ist untätig. Geht jetzt erstmal das. Abbrechen geht nicht, okay. Dann lass es ihn da machen. Wir brauchen erstmal Essen. Und er läuft jetzt mit dem Essen, glaub, zurück, ne? Ja. Okay, wir haben jetzt 67. Und jetzt können wir ihn aber hier zuordnen, weil das ja effektiver ist, oder? Ach so. Na super. Wir werden trotz alledem erstmal das Essen uns drum kümmern. So, jetzt ist er hier weg. Er geht erstmal hier die Ruine erkunden dann. So, wenn er abgegeben hat, der eine da. Und so, das haben wir Sägewerk aufgebaut. So. Ach so. Auswählen. Er hat noch nichts zu tun. Dann geht der da erstmal hin. Ihn weisen wir da hinzu. Was haben wir jetzt hier? Ah, er ist jetzt Handwerksbursche geworden. Also hier. Der von diesen Zöglingen errichtete mobilen Gebäude sind kompakter. Da kann er die mobilen Geräte und hier sind sie kompakter. Ist also egal was, würde ich sagen, ne? Lass uns das nehmen. Und Zion hat aber nichts, ne? Ne, da sieht man das Blaue, da braucht noch. So. Der geht da hinten hin. Der geht da hin. Essen 78 geht so. Aber geht ja jetzt besser, oder? So, er hat nichts zu tun. Er muss noch weiter forschen gehen. Dann soll er diese Ruine noch entdecken. Einer Zögling ist in deinem Stamm beigetreten, Sylph. Vom Handwerkssammler wurde von einem plötzlichen Erdbeben überrascht. Die Plage hat alles Gebäude des Dorfes zerstört und Sylph unter den Trümmern der Ruinen begraben, wo der Zögling Schutz gesucht hatte. Wo wir gerade davon sprechen, Sylphs Sägewerk müsste sich noch irgendwo an diesem Rast befinden und zwar in einem schrecklichen Zustand. Sylph träumt davon, Holzfäller zu werden und wird sich bei der Einrichtung dieser Seilrutsche sicher als nützlich erweisen. Ja, haben wir ja gemacht, ne? Der Stamm besteht jetzt aus drei Zöglingen. Das bedeutet aber auch, dass ein weiterer Zögling ernährt werden muss. Wenn Zyns Sammelfähigkeiten dazu nicht ausreichen, kann die Erntehütte aufgewertet werden, um ihre Effizienz zu erhöhen. Die erste Aufwertung der Erntehütte verkürzt den Zyklus auf 2 Runden. So könnte Zyns schneller in den Vorrat bringen. Diese Aufwertung kostet Rohstoffe und wird dafür aber permanent sein. Hinweis: Jedes Gebäude kann zweimal aufgewertet werden und zwei unterschiedliche Boni haben. Ja, das haben wir. So, das heißt, wir müssen jetzt als erstes Krag wieder nehmen. Und der soll jetzt hier. Wo. Ja, das ist jetzt die Frage, wie es geht, ne? Der will ja zum Sägewerk. Ach, der muss. Ja doch, der muss erstmal dahin, soll da erstmal Holz machen. Und Krag ist untätig. Und soll jetzt was aufwerten. Nicht die Weide, sondern die Erntehütte. Aber wie kriege ich das hin? Nee, das ist ja auch nicht aufwerten. Warte, ich muss mal ihn nochmal anwählen. Krag anwählen, dann die Erntehütte anwählen. Ne, dann schaltet er gleich um. Wähle ein Hexagon aus, das priorisiert werden soll. Verstauen, ne. Ertragsmultiplikator.
Ja, ich weiß es jetzt nicht. Krag läuft dann erstmal hier hin und guckt weiter. Essen, 49 ist nicht viel. Es sind nur noch 32. Da ist die Ruine, die kann Krak jetzt entdecken. Ich weiß nicht, was das für ein Balken ist. 20 von 120, ist das der Lebensbalken? Das wäre ja ganz schlecht für meine Leute. Ein Erstickungsstoßen führt Krak tiefer in diese verlassenen Gebäude hinein. Doch egal, wie weit Krak geht und wie nah die Luft hinzukommt, scheint zu bleiben die Gänge und Hallen dort verlassen. Es bleibt Krak nichts anderes übrig, als laut zu rufen. Wer bist du? Dein Bruder und Schwester haben ihm dann. Okay, bestimmt ist meine Reise noch nicht vorbei. Es bleibt noch etwas länger. Ja, keine Ahnung, was Krak jetzt macht hier. Da ist der Markt. Hier ist das Gebäude. Entweder mobile Gebäude können bewegt und auf der Reise zum nächsten Rast transportiert werden. Und das ist ein Entergrund-Permanent. Ja, das ist jetzt die Frage, ne? Wir haben gerade Schwierigkeiten, Essen zu kriegen, ne? Also auswählen. Ich glaube, wir machen das erstmal so. Ich glaube, hier ist aber nirgends so Kyrikas, oder? Ne, ist nur da. Krak soll jetzt erstmal Essen mitmachen. Ich habe den doch gerade ausgewählt, oder? Der soll hier Kyrikas essen. Achso, das Land wird bereits bestellt. Dann das. Lauf mal. Zu essen ist jetzt gerade knapp. Ja, ich glaube, zu essen ist nicht nur knapp. Zu essen hat es gerade wieder erwischt. Der Poncho sinkt sanft auf den Boden, als Zögling vom Winde verweht wird. Diese Geschichte ist bereits in Stein gemeißelt und diese Wendung war im Schicksal nicht vorgesehen. Der Zögling war dazu bestimmt, am Ende dieses Zyklus das Auge zu erreichen. Bereite ihm den Weg, starte das Kapitel neu und ja, dann haben wir das nicht geschafft. Das ist ja wieder richtig ärgerlich. Ich weiß jetzt nicht, das war jetzt, glaube ich, Zion, der da gerade gestorben ist. Und wir müssen gucken, dass wir definitiv das besser in den Griff kriegen. Irgendwie hat das jetzt noch nicht geklappt. Vielleicht hat einer einen Tipp, dann gerne in die Kommentare schreiben. Und ja, sonst auch gerne das Video auf anderen Kanälen teilen, damit einer das vielleicht sieht, der einen Tipp hat, wie es geht. Ich bin gerade überfragt, muss nochmal das checken, mache ich nochmal und dann wollen wir weitersehen, ne? Ja, falls ihr noch kein Abo habt, macht eins. Falls euch die Folge gefallen hat, gebt einen Daumen hoch, macht euch die Glocke an, kriegt damit, wenn ich ein Video hochlade. Und ja, wir sehen uns bestimmt in der nächsten Vorschau. Wie gesagt, kommentiert das und dann kommen wir vielleicht weiter. Vielleicht habt ihr eine Idee. Okay, wir sehen uns in der nächsten Vorschau. Bis dann. Tschüss.